Happy Birthday to you. Ich erspare euch mal am besten den Rest. Leute, wir haben ein Jahr Kanalgeburtstag. Willkommen auf meinem Kanal, falls ihr das erste Mal einschaltet, falls ihr schon länger dabei seid. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und eure Treue. Wir haben heute Kanalgeburtstag und das ist kein Scherz, obwohl es der 1. April ist. Nein, das ist kein Witz. Wir sind tatsächlich da und das seit über einem Jahr inzwischen mit sehr, sehr vielen Videos auf meinem Kanal und ja, wir haben vor einem Jahr ungefähr begonnen. Zuerst haben wir mit dem Spiel Supremacy 1914 angefangen. Wir haben da diverse Let's Plays gezeigt, also diverse Staffeln und dann später kam noch Call of War dazu und ja, und dann kam auch schon das allererste Spiel, was ich wirklich Let's Played habe, außerhalb diesen beiden Reihen und das war Master of Magic. Dadurch habe ich sehr viel gelernt, zum Beispiel, dass so ein Let's Play wirklich sehr lange gehen kann, wenn man es aufnimmt und ja, ich habe mal da so meine Schlüsse daraus gezogen. Und zwar, dass sich da sonst die Staffeln viel zu lange wären, wenn ich jetzt jedes Video zeige oder jeden Zug und so weiter. Und dann habe ich halt eben versucht, diese Staffeln eben zu komprimieren. Und ich glaube, das ist mir meistens ganz gut gelungen, dass die ein bisschen kürzer geworden sind dann und auf das Wesentliche bezogen worden sind. Ich habe da im Laufe der Zeit jede Menge andere Spiele vorgestellt, jede Menge andere Staffeln. Und ja, es hat mir einen riesen Spaß gemacht das ganze Jahr, muss ich sagen, hier mit euch, hier mit uns, hier wir gemeinsam. Dank euer Feedback, dank eure Kommentare konnte ich viel dazu lernen. Ich habe mich auch teilweise verbessert, was die Videoschnitte betrifft, was es Intros betrifft. Und ja, ich natürlich hatte ich am Anfang oder auch zwischendrin immer wieder mal Tonprobleme. Ich habe versucht, da möglichst viel dran zu arbeiten. Leider gab es öfters mal technische Probleme, wo mal mein Videoaufnahmeprogramm mal ein bisschen gesponnen hat, wo ich entweder nicht das optimale Bild liefern konnte, weil durch ein Update auf einmal meine Bitrate verstellt worden ist in dem Video, in dem Video selber oder im Videoprogramm selber sogar. Gerade Ende Dezember hatte ich mal ein Riesenproblem, weil da ist nämlich die Tonqualität in den Keller gegangen, weil mein Aufnahmeprogramm irgendwie durch ein Update alles verstellt hat. Und ja, bis vor kurzem hatte ich sogar auch noch mal ein Problem. Das ist noch nicht mal so lange her. Da habe ich tatsächlich ja ein Problem gehabt, weil mir auf einmal das Programm, während ich ein Video aufgenommen habe, hat dann mir auf einmal meinen zweiten Monitor aufgenommen. Und ich weiß auch nicht, woran das lag. Weiß ich bis heute nicht. Ich hoffe, dass diese Probleme der Vergangenheit angehören. Ja, ich vermute mal, das wird bestimmt noch mal irgendwann mal wieder vorkommen. Man lernt nie aus. Man lernt eher höchstens dazu, wenn man ein bisschen sich dafür interessiert. Ja, sowas kann natürlich dem besten YouTuber, den erfahrensten YouTuber passieren. Auch Leuten, die schon Millionen von Abos haben oder seit zigtausend Jahren hier auf YouTube unterwegs sind, sogar denen kann sowas passieren. Also, ja, es ist nicht zu vermeiden, einfach manchmal. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Und ja, es sind jetzt sehr viele Spiele bei mir auf dem Kanal zu sehen. Und ja, was ich auch gemerkt habe, das ist einfach too much. Ich mache einfach viel zu viele Videos, ich mache zu viel Content. Ich werde versuchen, da die nächste Zeit noch ein bisschen runterzufahren, denn ich habe ja teilweise früher bis zu 3 Videos jeden Tag veröffentlicht. Jetzt habe ich das irgendwie hauptsächlich die letzten Wochen mehr auf das Wochenende beschränkt, aber ich werde versuchen, die Staffeln noch, die jetzt aktuell laufen, möglichst zu Ende zu zeigen. Aber ich werde sie möglichst komprimieren, dass das auch einigermaßen schneller geht. Ich habe auch schon viele Sachen in Doppelfolgen zusammengefasst, sonst würden die einfach noch viel, viel länger dauern. Und ja, irgendwann laufen die auch zu Ende und dann werde ich auch versuchen, mich nur noch auf 2 Videos am Tag zu beschränken. Vielleicht wird es auch mal ein paar Tage geben, wo ich mal nur noch ein Video hochlade oder so. Naja, wie ihr seht, ich war ja wirklich sehr fleißig das ganze Jahr, über 900 Videos inzwischen. Und wenn man das runterrechnet auf die Tage, dann kann man schon feststellen, dass ich mehr als 2 Videos pro Tag hochgeladen habe.
Und ja, aber das ist halt, ich bin halt in, ja, ich habe halt wirklich einen riesen Spaß gerade am Zocken. Gerade wenn es so um Serien geht, die jetzt nicht online laufen, wie zum Beispiel Supremacy oder sowas, die ich so offscreen aufnehmen kann und in Ruhe spielen kann, die ganzen Sachen, das ist einfach wesentlich entspannter, weil ja, da ist, halt, ist man halt nicht gezwungen, jeden Tag aufzunehmen. Dafür hat man halt eben mal Zeit, auch mal 10 Folgen am Stück aufzunehmen oder sowas. Und genau, und ich will jetzt demnächst tatsächlich mal mich ein bisschen beschränken, damit eben ich mehr Zeit für die Videos habe, für die Videobearbeitung, damit die Qualität eben gesteigert wird und nicht die Quantität, dass ich halt eben nicht mehr Videos produziere, sondern eben dafür weniger, aber dafür halt bessere. Und das ist so mein Vorhaben für die nächste Zeit, für das zweite Jahr sozusagen. Mal schauen, wie das klappt. Ich, es ist, ich bin, ich habe mich. Kann mich kaum im Zaum halten, weil ich nämlich noch so viele andere Projekte irgendwie vor mir habe, die ich, also ich habe eine riesen Liste an Games, die ich noch spielen will, die ich zeigen will. Neue Games sowie alte, also Retro-Games, Oldschool-Games oder ältere Games auch von den letzten 10 Jahren, aber auch teilweise über 30 Jahre alte Spiele. Also ich habe da so viel, auf die ich Bock habe. Und ja, je nachdem, wie ich dazu komme, werde ich jetzt demnächst wahrscheinlich dann ja, eben versuchen, wie gesagt, weniger zu Folgen zu produzieren, aber dafür halt eben bessere. Also ich hoffe, das gelingt mir ganz gut und ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei und bleibt am Ball. Ja, was kommt denn diese Woche, da wir Geburtstag haben? Also erstens mal hier dieses kurze Video natürlich, um euch zu informieren, was hier so auf dem Kanal so los ist. Aber vor allem, was geht um diese Woche? Darum geht es mir, weil diese Woche werden nämlich die ganzen Spiele, die sonst Montag bis Freitag kommen, werden pausieren, bis auf Supremacy, weil da bin ich halt in so einem Zeitplan, da muss ich das halt eben zeigen, weil sonst werde ich nämlich, weil ich bin nämlich gerade am Projekt mit Kollegen, mit YouTube-Kollegen, wir zeigen das ja auch am selben Tag und dann würde ich natürlich meine Community auch am Laufenden halten, was da so passiert. Aber die ganzen Serien, die sonst gekommen sind unter der Woche, also von Montag bis Freitag, die werden diese Woche pausieren. Da geht es nächste Woche normal weiter. Allerdings werde ich um 16 Uhr jeden Tag ein anderes Spiel hochladen für euch. Und ja, ich hoffe, ihr habt da Spaß dran. Das ist jeden Tag ein anderes Genre, also für Abwechslung ist gesorgt. Oder ein anderes Setting, sagen wir es mal so. Und ja, ihr könnt ja mal die Videos gerne anschauen, auch kommentieren, ob euch das gefällt oder nicht. Und ja, am Freitagabend werde ich wahrscheinlich dann eine Abstimmung starten, eben die vielleicht bis Sonntagabend oder so gilt. Und vielleicht auch eine ganze Woche, da muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Auf jeden Fall werde ich dann am Freitag eben eine Abstimmung starten und dann könnt ihr gerne abstimmen, welche neue Staffel ihr gerne sehen wollt, welche Serie euch am meisten interessiert von den 5 neu gestarteten Serien. Die anderen werden halt dann später irgendwann mal kommen. Aber das ist so meine Idee. Ich dachte, das würde ein bisschen, ja, würde wahrscheinlich Spaß machen, vielleicht euch auch, damit ihr mal ein paar neue Spiele kennenlernt, falls ihr sie noch nicht kennt. Eine Staffel ist auch, ja. Da werde ich euch das zwar ankündigen, dass ich das nicht so ernst meine, ist halt eher lustig gemeint, das habe ich auch nicht alleine aufgenommen. Da habe ich viel Blödsinn gemacht und Blödsinn gequatscht. Ich bin gespannt, ob euch das gefällt. Ich hatte auf jeden Fall einen riesen Spaß dran und darum geht es mir eigentlich hauptsächlich bei, hier auf YouTube, dass ich wirklich Spaß habe. Und zwar zusammen mit euch und teilweise auch gegen euch spiele, mit euch spiele, für euch spiele, wie auch immer. Das ist einfach so der Hintergedanke, ne? Und genau, also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei euch allen, die mich mit Kommentaren, mit Likes unterstützen oder auch mit euren Abos natürlich, weil das hilft dem Kanal sehr. Und dadurch lerne ich auch immer mehr dazu, was denn so euer Geschmack ist oder was ihr da so sehen wollt. Und ich muss sagen, das ganze Jahr hat mir riesen Spaß gemacht. Natürlich gab es mal Up und Downs, ja, also vor allem Downs waren halt eben ja technisch bedingt, wenn ich mal nicht aufgepasst habe und irgendwas Blödsinniges aufgenommen habe. Oder ja, ich habe es ja gesehen, ich habe ja eigentlich so gut wie nie was rausgeschnitten. Ich habe es einfach drin gelassen, habe es dann kommentiert und habe mich dann auch selber teilweise geärgert, wenn mal was nicht so hingehauen hat, wie ich es wollte, tontechnisch oder aufnahmetechnisch. Aber dafür hatte ich aber
umso mehr Spaß mit den ganzen Spielen, die ich so gespielt habe, mit den ganzen Leuten, gegen die oder mit denen ich gespielt habe. Es hat wirklich einen riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei. Ja, und weiterhin schön kommentieren. Wenn es euch was gefallen hat, dann tut mir bitte einen Daumen nach oben, also den Like da, das kostet ja nichts. Genauso wenig kostet ein Abo bei mir auf dem Kanal irgendwas. Ja, ich hoffe, dass wir das nächste Jahr, das tatsächlich sogar noch ein bisschen, oder dass dieses Jahr, jetzt was ab heute beginnt, noch ein bisschen wachsen und wir Spaß haben zusammen. Aber dafür bin ich natürlich dann umso dankbarer, wenn ihr mir auch was kommentiert und ein paar wertvolle Hinweise gibt. Oder von mir aus auch gerne Tipps und Tricks, weil ich lerne auch gerne dazu. Ist ja nicht so, dass ich perfekt bin oder irgendwas, das weiß ich. Es ist natürlich nicht so ein Riesenkanal wie manche andere, die schon seit 10 Jahren dabei sind mit Hunderttausenden von Abonnenten oder Millionen von Abonnenten von mir aus. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht tatsächlich hier um den Spaß, um Zocken. Mir macht das Zocken einfach so viel Spaß und ich freue mich, dass ich momentan noch so viel Zeit dafür habe. Und ich habe auch für die nächsten Monate habe ich ordentlich vorgesorgt mit ein paar neuen Ideen. Also es wird eine neue Supremacy-Staffel kommen, die auch wirklich total verrückt sein wird, sagen wir es mal so. Es werden auch andere Projekte folgen, die auch ja, mehr lustig sind, dass ich auch meine Skills feile hier, wie ich was kommentiere und ein bisschen was dazu lerne. Und wie gesagt, ich werde mehr auf die Qualität achten. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Ihr könnt mir gern hier auch kommentieren, was ihr dazu meint, was ihr zu meinen Plänen meint, ob das in Ordnung ist für euch oder nicht, oder beziehungsweise wie ihr das seht, sagen wir es mal so. Natürlich habe ich meine eigenen Vorstellungen, das ist selbstverständlich. Man macht ja solche Projekte meistens schon aus irgendeinem Grund oder man mit irgendwelchen Ideen. Aber wie gesagt, da bin ich halt tatsächlich dann auch teilweise auf eure Kommentare angewiesen. Also seid einfach, nehmt euch einfach mal die Zeit, wenn ihr Lust habt, und schreibt mir einfach was dazu. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß in dieser Woche und hoffe, ihr nehmt auch an dieser Abstimmung dann sehr rege teil. Und ansonsten, ja, und danke, dass ihr da seid. Das macht mir wirklich einen riesen Spaß mit euch und ich hoffe, das merkt ihr auch. Bis dann, ciao.